Ja, 2:0 Niederlage gegen den KFC Uerdingen, lange Zeit gut mitgehalten, wie ich finde auch in der ersten Halbzeit mit den besseren Chancen. Wie ist Ihr Fazit zum heutigen Spiel? Ja, wie Sie es gerade gesagt haben, wir haben sehr gut mitgehalten, gerade in der ersten Halbzeit. Da müssen wir uns halt leider nur belohnen, weil wir hatten die größeren Möglichkeiten. Wir hatten die am Rande, oder eher gesagt, dass wir das 1:0 machen, dann geht das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und ja, die Qualität muss man auch den Uerdingern lassen, dass man dann im Endeffekt ja auch die ein oder andere Torschance gegen sich bekommt, ist nicht ausgeschlossen. Da haben wir natürlich auch Glück gehabt. Aber mir tut das für die Jungs leid, die wirklich eine klasse Leistung geboten haben. Und wir hätten hier auch einen Punkt verdient gehabt, muss ich ganz klar sagen. Wie ist das? KFC Uerdingen ist ja eigentlich kein normaler Oberligist. Wie ist es, gegen so eine Mannschaft hier zu spielen, auch mit zahlreichen Fans angereist? Ist das ein besonderes Spiel für euch gewesen heute? Definitiv. Definitiv ist das ein besonderes Spiel, weil die Atmosphäre, die haben super Fans. Und ich bin stolz auf meine Mannschaft, denn nochmal, wir haben komplett dagegen gehalten. Wir waren auf Augenhöhe, gerade in der ersten Halbzeit. Und da kann man keinem Spieler einen Vorwurf machen. Und wie gesagt, wenn man ein Kompliment vom Gegner bekommt, dass man wirklich den Gegner in Schwitzen gebracht hat, ist es, glaube ich, schon mal eine Leistung, die viel ausspricht. Jetzt habt ihr erst einen Punkt aus den ersten Spielen, in Anführungsstrichen. Jetzt spielt ihr nächste Woche beim nächsten Mitfavoriten bei der Spielvereinigung Velbert. Was müsst ihr da vielleicht noch ein Stückchen besser machen, um vielleicht den Favoriten zu stürzen? Ja, das Einzige, was wir da besser machen müssen, ist einfach nur aus den Möglichkeiten, die wir haben, dann auch eiskalt im letzten Drittel das auszuspielen oder dann auch eiskalt vorm Tor zu sein. Und ansonsten, wir werden uns vor keiner Mannschaft verstecken. Wir haben hier einen Fight geliefert und den werden wir nächste Woche genauso liefern. Ja, ich habe es gesagt, Sie spielen in Velbert. Was erwarten Sie da für eine Mannschaft? Auch eine spielstarke Mannschaft, die eigentlich auch wie KFC Uerdingen in dem Bereich spielen wird. Nichtsdestotrotz, wir werden uns vor keiner Mannschaft hier verstecken und wir werden es weiter angehen. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön. Ja, Herr Vogt, 2:0 Sieg hier beim FSV Duisburg. Lange Zeit sich ein bisschen schwer getan, wie ich finde. Was ist Ihr Fazit zum heutigen Spiel? Ja, es war das erwartet schweres Spiel. Also wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir fahren hier irgendwo hin und hauen alle weg. Nettetal hat hier unentschieden gespielt, 0-0, und die sind auch sehr gut in die Saison gestartet. Solange die Kraft da war beim FSV Duisburg, haben sie sehr, sehr gut dagegen gehalten. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels hat sich dann doch herausgestellt, dass wir die bessere Mannschaft sind und haben auch verdient gewonnen. Ja, beide Torschützen haben sie eingewechselt. Beide haben kurz nach ihrer Einwechslung getroffen. Glückliches Händchen oder so gewollt? Am liebsten so gewollt, aber natürlich ist da auch Glück dabei. Ist ja völlig klar, dass wir wollen, dass die Jungs so das Spiel verändern, die wir reinbringen, ne? Egal wie das gerade steht auch. Und ja, ich finde einfach, dass die Jungs das super gemacht haben, die reingekommen sind. Die haben immer ein bisschen zu kauen, weil sie nicht spielen. Und dass das heute so gezogen hat, das war gut. Ja, alle Spieler, also die ersten 4 Spiele haben sie jetzt gewonnen. Der Start in die Oberliga ist geglückt. Wie zufrieden sind Sie jetzt nach den ersten 4 Spielen? Das sind ja alles relativ knappe Ergebnisse gewesen. Ja, aber auch die geben nur 3 Punkte und wir haben 12 Punkte jetzt. Besser geht es nicht. Also was die Punkteausbeute geht, müssen wir zufrieden sein. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir haben noch viele Sachen im Spiel zu verbessern und das werden wir auch. Ja, jetzt spielt ihr Dienstag Pokal gegen Rellinghausen, eigentlich eine Pflichtaufgabe gegen Landesligisten, und am Samstag spielt ihr gegen TVD Velbert. Was erwartet ihr da für Spiel und was muss man vielleicht auch noch mal, was kann man verbessern noch? Ja, wir müssen einfach von Anfang an unsere Qualität auf den Platz bringen. Das haben wir heute nicht geschafft, aber auch weil der Gegner es uns schwer gemacht hat. Und wir spielen am Dienstag zu Hause. Ich glaube, unser großer Platz, der kommt uns schon zugute für unser Spiel. Da sollten wir schon schauen, dass wir viele, viele Situationen haben, die nach vorne gehen. Ja, und mit TVD Velbert kommt eine Mannschaft, die ich vor der Saison zum Favoritenkreis gezählt habe. Das ist eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft. Das wird wieder ein komplett anderes Spiel. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Dienstag. Wir wollen eine Runde weiterkommen und das ist das Wichtigste. Alles klar, Dankeschön.